Okay, let's go. So, jetzt wird die Mami abgeholt. Hey. Good morning. Good morning in the morning. 3 Stunden Schlaf gehabt. Voll ich auch. Good morning in the morning. Moin. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind gerade auf dem Weg nach... Kommen wir mal bitte. Bruh. Nein, Madrid! Ja, aber wir fliegen von Berlin. Ja, wir sind gerade auf dem Weg zum Flughafen nach Berlin, um nach Madrid zu fliegen. Eigentlich war die Reise ursprünglich für Adam und mich gebucht. So, jetzt ist arbeitsbedingt bei Adam was dazwischen gekommen. Er kann doch nicht. Wir hätten auch unser Geld nicht wiederbekommen. Deswegen dachten wir, soll doch wenigstens mein Ticket nicht verfallen. Und jetzt fliegen Mademoiselle und ich nach Madrid für 2 Tage. Wir mussten noch Geld zahlen, Namensänderungen, war ein bisschen günstiger als ein neues Ticket zu holen. Aber was auch immer, wir mussten auf jeden Fall was dafür zahlen, aber so verfallen wenigstens nicht beide Tickets. Und wir machen uns 2 schöne Tage in Madrid. Adam freut sich für uns mit, das finde ich richtig toll. Klar. Ich hatte erst so ein schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte, nee, wir können doch nicht ohne ihn fliegen und so, aber er meinte, das ist alles in Ordnung. Er freut sich für uns. Er freut sich für uns auf jeden Fall. Und er gönnt uns das. Er gönnt natürlich. Ja, genau. Und wir holen das auf jeden Fall nach, dass wir mit Adam auch noch mal hinfliegen, weil dann müssen wir hin. Ja. Alles gut. Alles sind Sie gut. Aufgeregt? Alles gut. Und wir hatten, uns noch dazu sagen, dass wir nur 3 Stunden Schlaf haben. Wir haben gestern um 23 Uhr entschieden quasi, dass wir fliegen. Um 23 Uhr. Und wir mussten um 4 Uhr losfahren. 5 Uhr losfahren. Berlin-Brandenburg. Zum Flughafen. Ja. Und wir nehmen euch natürlich mit. So Leute, wir sind jetzt am Flughafen. Ich lasse die jetzt hier ab und fahre direkt wieder los. Ich kann leider nicht mitfliegen, aber ja, wir hatten passiert, uns so ne? gefreut. Wir hatten uns so gefreut, zusammen nach Madrid zu fliegen, ja. Vlog zu drehen und so. Aber ich wollte auch weiß, ins Stadion, aber ja, und deswegen, genau deswegen werden wir das auch nachholen. Ja, wir gucken, auch wenn ich dann schon in Madrid war, wir werden zusammen inshallah nochmal nach Madrid fliegen. Und auch ins Stadion gehen. Naja Leute, ich verabschiede mich hiermit aus Berlin und fahre jetzt wieder los. Euch viel Spaß, ne? Danke. Ryanair, Vuelo FR2527 con destino a Madrid. Jetzt geht's gleich los in den Flieger. Let's go. Ob es hier wohl ein bisschen voll ist? Wir sind gelandet. Jetzt gibt es hier erstmal einen Kaffee aus dem Automaten. Jetzt fahren wir mit einem Bus vom Flughafen aus in die Stadt. Ich hoffe, wir sitzen im richtigen Bus. Wir haben ein Bombenwetter! Bist du glücklich? Ja, sehr. Das ist nicht schön. Es ist ein Traum hier. Istanbul ist natürlich immer die schönste Stadt, aber danach kommt Madrid auf jeden Fall. Stand erste 5 Minuten in Madrid. Erste 5 Minuten in Madrid und schon verliebt. Mama ist auch ganz fasziniert. Es ist einfach so schön hier. Es ist so schön. Also, look at this. Richtig große, breite Straßen. Diese Gebäude sind alle so schön. Hier sind wir am Puerta del Sol, also am Tor der Sonne, würde ich jetzt mal sagen. Oder Tür der Sonne. Das ist so, wie ich gelesen habe, der Hauptmittelpunkt der Stadt, wo die 6 größten Straßen hinführen. Ja, sind wir jetzt gerade zufällig mal lang gegangen, weil wir jetzt eigentlich unser Hotel suchen. Unser Hotel haben wir auch gefunden, Hotel Santo Domingo. Ich bin so froh, dass ich ein Hotel mitten im Zentrum gewählt habe. Anna ist einfach so fasziniert von diesen Gebäuden. Sie macht die ganze Zeit Sprachnachrichten, macht Videos, macht Bilder. Ach, das ist ein Hotel. Wie viel ist das denn bitte? Oh, was ist das hier? Das sieht schon ganz süß aus. Oh, ich komme nur noch in Madrid Urlaub machen. Ich werde Wohnsitz ändern. Mann, ist das ein schöner Stadt. Oh. Oh. Naja, das Zimmer ist nicht unbedingt begeistert. Es ist süß, aber es reicht. Es reicht uns. Es ist niedlich. Ist okay. Ist okay. So, und das ist meine Waschbecken hier.
Wir waren jetzt im Hotelzimmer, haben uns ganz kurz ausgeruht, haben uns fresh gemacht, umgezogen und jetzt geht es raus. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Plaza Mayor. Da wollen wir ein paar Fotos schießen, uns das mal angucken. Das ist eine der Sehenswürdigkeiten hier. Und danach müssen wir auf jeden Fall was essen. Ja, aber ich bin so fasziniert gerade, dass mein Hunger auch vergessen hat. Ich glaube, wir haben den Platz hier gefunden. Guck mal, riesig. Da stand auch voll mit Restaurants und so. Vielleicht können wir ja gleich hier essen. Müssen wir mal lesen, was das hier überhaupt für ein Platz ist. Eins der Sehenswürdigkeiten in Madrid. Und hier sind, wie wir erkennen können, ganz viele Bars, Restaurants. Jeder Balkon hat wie so eine Kerze dran. Und ich vermute mal, dass diese Spitze dann leuchtet wie eine Kerze abends, ne? Oder habe ich halt schon ihren Mann vermisst? Ja. Er ist ihm dolle vermisst, aber ich kann ihm schon gut vertreten, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich krieg da schon hin, oder? Natürlich. Komm. Wir sind jetzt am Plaza Mayor, da haben wir uns hingesetzt und probieren jetzt mal Paellas mit Hähnchen. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Diese Stadt hat einfach echt Stil. Wow, wie schön. Diese Gebäude, diese Balkone oder Balkons, was auch immer. Richtig süß. Wir haben unsere Paellas gegessen. Jetzt ist hier so ein großer Markt, Obst und Gemüse und ich glaube auch Fleisch. Da gehen wir mal rein. Vielleicht finden wir ja was Leckeres. Also das sieht doch einfach nur frisch aus. Lecker. Oh my goodness. Bist du fasziniert? Ich bin fasziniert. Alles, was das Herz begehrt. Tuschu. In Turkey we say Tuschu. Borke, Trockentomaten, Käse und Oliven. Freaky Sachen auf jeden Fall. Mozzarella. Guck mal, was für schicke Sachen die haben. Das ist ja alles, was es auch in der Türkei gibt. Brot oder Gebäck? Bakery. So, von diesem Food-Markt haben wir uns jetzt erstmal beide so einen Obstspieß geholt als Nachtisch nach dem Essen und jetzt gehen wir wieder Richtung Innenstadt. Diese Straßen hier sind einfach anders schön. Man will einfach alles aufnehmen, jeden Balkon, jede schöne Tür. In dem, was ich noch verliebt habe in Madrid, ist diese Laternen, Laternentüren, Balkone. Boah, wie schön ist diese Straße. Es kommt einfach auf den Videos nicht so rüber. Diese ganzen schönen Laternen und die Lichter. Okay, wir haben jetzt ganz zufälligerweise auf dem Weg in die Stadt sind wir hier gelandet. Ich glaube, das ist auch eine Sehenswürdigkeit. Habe ich vorhin noch im Internet gesehen, bin ich der Meinung. Und jetzt haben wir das zufällig hier gefunden. Mal gucken. Wow, wie schön sieht das bitte aus. Es ist einfach unbeschreiblich, unbeschreiblich schön. So, ich habe mal Arabisch verloren. Keine Ahnung, wo sie ist. Ach, da ist sie ja. Da habe ich. Ich dachte, ich habe dich schon verloren. Warte, ich lass dich doch nicht alleine. Ich dachte, du bist schon im Palast verschwunden. Fühlst dich wie eine Prinzessin da drin. Nee. Kommst hier, ziehst hier ein. Genau, perfekt. Wir haben jetzt ein paar Fotos gemacht. Und jetzt gehen wir wieder Richtung City. Wunder. Es kommt nicht ansatzweise so rüber, ich weiß. Aber ich gebe mein Bestes, die schönen Orte aufzunehmen. Look at this, Janne. Wow, 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 wow. Guck mal bitte, wie mächtig gerade dieses Bild aussieht. Diese Wolken, diese Statue, diese Flagge ist einfach
krass. Das präge ich mir jetzt richtig ein, dieses Bild. Ja, das sieht aus wie so in so einem Film oder in einem Traum, in so einer, ja, als wäre es in einer anderen Zeit. Da stand, das ist El Palacio Real de Madrid. Also wahrscheinlich geht die Arkasna, will er mir, wo ich bin gerade. Hier, die guckt sich noch nie mehr um, ob ich hinter ihr bin oder nicht. Jetzt guckt sie mal endlich. Wir haben uns jetzt wieder zu unserem Hotel navigiert und gehen jetzt wieder runter in die Stadt. Es gibt hier so viele schöne Läden und so viele Riesengassen, also Rieseneinkaufsgassen. Man weiß gar nicht, wo man abbiegen soll. Also Bershka hier sieht auf jeden Fall krass aus. Das ist nur mal so ein kleiner Eindruck hier für euch. Wir hatten so volle Hände, als wir in die Kabine gegangen sind, aber Anna hat nur einen Pulli und ich habe nur einen Pulli. Good morning in the morning. Es ist der nächste Tag. Gestern haben wir euch ja eigentlich überall mitgenommen. Wir waren ziemlich früh wieder im Hotel, aber wir hatten ja auch eine anstrengende und kurzfristige Reise hinter uns. Ziemlich früh ist noch gut. Es war ja kurz nach 10. Obwohl, stimmt, es war eigentlich bis halb 10 11. Hatten ne? die Geschäfte auf. Bis 10 haben wir noch geschoben. Ist ja wie in der Türkei hier. Da konnten wir noch in 4 Läden gehen, glaube ich. 4, ja. Und jetzt sind wir wieder on the streets. Frühstücken jetzt auf jeden Fall erstmal, ne? Also uns auf jeden Fall erstmal einen Kaffee und was zu snacken. Und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. Jetzt haben wir uns erstmal bei Starbucks einen Kaffee und einen Zitronenkuchen und Schokobrötchen geholt. Lassen wir uns jetzt hier schmecken und dann geht's weiter. Das Wetter ist einfach nur ein Traum. Traum, Traum, Traum. Die Stadt ist full. Gestern haben wir sie um die Uhrzeit noch nicht erlebt. Aber wir suchen uns jetzt erstmal schöne Orte. Mal gucken, was wir noch so besichtigen können. Wo wir noch mal ein paar schöne Fotos schießen können. Und dann gehen wir vielleicht noch mal ein paar Läden. Die Stadt hat ja eh lange auf. Wir wollen jetzt nicht das schöne Wetter in Läden verbringen. Nee, definitiv auf gar keinen Fall. Aha. Das meinte ich ja gestern. Alle Wege führen hier zu diesem Platz. Also alle großen Gassen führen hier zu diesem Platz. Und dieser Platz ist auch eine der Sehenswürdigkeiten. Puerta del Sol heißt es. Also ich könnte hier einfach nur rumstehen und jedes einzelne Gebäude aufnehmen. Und diese Türen und alles. Aber im Video, ne, es kommt wirklich null so rüber, wie es aussieht. Alle Gebäude, seht ihr, wie schön diese Gebäude sind? Guckt euch das mal an, guckt euch mal diese Türen an. Und die gibt es überall für alles Mögliche, alles. Normale Wohnhäuser haben sogar solche Türen. Also an alle, die noch nicht in Madrid waren, kommt hierher, wenn ihr die Möglichkeit habt. Babsch hat wieder ihren Mann vermisst, telefoniert mit ihrem Mann. Anne ist noch hier hängen geblieben, sie macht auch nur Fotos und Videos. Man kann wirklich diese Stadt gefühlt gar nicht richtig genießen, weil man den Drang hat. Fotografieren. Ja, man hat einfach den Drang, alles aufzunehmen, weil alles irgendwie so anders schön ist. Informieren wir uns erstmal ganz kurz an der Bushaltestelle, wie wir heute zum Flughafen kommen heute Nacht. Wir erzählen euch mal eine süße Story. Ich war ja gerade an der Bushaltestelle, habe geguckt, ob ein Bus zum Flughafen fährt. Und dann stand da halt auf Spanisch und auf Englisch. Und ich habe halt rausgelesen, dass so zwischen 23.30 Uhr und 6 Uhr morgens, also in der Nacht, keine Busse fahren. So. Und dann war da ein älterer Mann, der hat gemerkt, dass wir irgendwie versuchen, den Weg zum Flughafen zu finden. Hat uns angesprochen und hat uns wollte uns halt weiterhelfen und nochmal süß, ohne dass wir ihn gefragt haben. Hat er auch das nochmal durchgelesen, hatten wir eigentlich zugestimmt, meinte, dass in der Zeit keine Busse fahren. So, haben uns erstmal bedankt, haben uns mit ihm unterhalten. Er war wirklich übertrieben niedlich, übertrieben süß. Dann sind wir halt weitergegangen, übertrieben, übertrieben weit schon so Richtung Innenstadt. Und dann haben wir noch so ein paar Bilder und Boomerangs und so gemacht. Und während wir gerade Fotos schießen, kommt der Mann wieder. Und wir dachten, wir haben ihn zufällig gesehen. Und das Ding ist, er war ja auch an der Bushaltestelle. Das heißt, er wollte eigentlich auch irgendwo hin. Und dann erzählt er uns, dass er uns gesucht hat, dass er, nachdem er mit uns gesprochen hat und uns die Info gegeben hat, einen Busfahrer angehalten hat. Der Busfahrer ihm gesagt hat, dass die Busse 24/7 fahren, von einer Haltestelle nebenan ungefähr. Und er hat uns gesucht und er meinte, ich wollte genau bis zu diesem Punkt kommen. Und wenn ich euch hier nicht mehr sehe, ich wollte gerade wieder umdrehen und habe euch angetroffen. Wie süß kann man sein. Er wollte selber eigentlich mit dem Bus irgendwo hin. Hat uns gesehen, hat uns selber seine Hilfe angeboten und hat danach, um sicher zu gehen, einen Busfahrer gefragt.
hat eine andere Info bekommen und hat uns dann in Madrid verfolgt bzw. gesucht, um uns zu sagen, dass wir doch. Also er meinte, er kann mit diesem Gewissen nicht leben, dass er uns quasi eine Lüge erzählt hat. Ey, wie süß, ey. Ich den Glauben an die Menschheit noch nicht verloren jetzt, ey. Er war so süß. Und wenn ihr Gutes tut, kommt das Gute auch wieder zurück zu euch. Wir haben am Flughafen gestern, haben wir eine, ich glaube, das war was auch immer. Sie hat auf jeden Fall, konnte kein Deutsch, wusste nicht, wo sie hin muss und so. Und wir haben sie halt begleitet und mit den Flieger. Genau. Sehr unsicher und panisch. Genau, und sie wusste nicht, wohin. Genau, dann haben wir sie, hat Mama sie sogar im Flugzeug auf ihren Platz gesetzt. Wir haben ihr geholfen und jetzt wurde uns geholfen. Könnt ihr mal sehen. Do good and good will come to you. So sieht's aus, Leute. Guck mal, wie schön. Stradivarius, das ist ja so ein Online, also ich kenne das nur als Online-Shop. Davon kommt bestimmt wieder nur ein Teil mit. Ja. Primark sieht auch mächtig groß aus. Nee, das ist nicht alles Primark, oder? Was ist das hier? Alter Verwalter, ich weiß nicht, ob das hier gerade alles Primark ist. Oder ob das ein Einkaufszentrum ist. I don't know. Allein schon diese Treppe hier, wow. Dieser Primark ist echt nicht normal, Leute. Wie sich herausgestellt hat, ist das hier alles Primark. Was soll ich dazu noch sagen? What? Primark eines anderen Universums, Mann. Das ist doch too much. Hier kommt man doch gar nicht klar. In so einem Laden. Also die Home-Abteilung ist auch sehr schön. Ich glaube, die haben hier alles, was das Primark-Sortiment überhaupt an Home-Sachen zu bieten hat. Also, look at this. Das ist einfach so schön. Ich kann nicht mehr. Oh, hier sind Unterhosen. Ups. Jetzt wollen wir zum Plaza de Oriente. Der soll in der Nähe des Palacio Real de Madrid sein, also wo wir gestern zufälligerweise dran langgelaufen sind. Und ja. So, wir haben jetzt festgestellt, dass dieser Plaza de Oriente anscheinend zusammengehört mit diesem Palacio Real de Madrid. Das heißt, es sind zwei Sehenswürdigkeiten, die eigentlich an einem Punkt sind. Das ist gut. Dann wissen wir zumindest, dass wir nichts verpasst haben. Wir waren gestern hier, aber es geht hier noch weiter und ich glaube, man kann sogar reingehen. Also im Internet stand, dass man kostenlos für EU-Bürger in der Woche kostenlos, Dienstag bis Donnerstag oder so, und für alle anderen 11 Euro oder ermäßigt 8 Euro. Jetzt sitzen wir hier erstmal in einem türkischen Restaurant, aber wir essen Pizza. Wir hätten Bock auf Pizza. Ein türkisches Restaurant in Spanien, essen aber italienisch. Richtig. Richtig so. Und dann nehmen wir alles. Guten Appetit. Wir haben jetzt gegessen. Jetzt sind wir wieder bei diesem Palast und holen uns jetzt... Oh Gott, ist das die Schlange fürs Ticket? Ich hoffe nicht. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Oh, das ist der Eingang. Wie schön ist das denn hier? Oh my goodness. Wo sind wir denn hier gelandet? Wir wollten hier eigentlich nur ein Ticket holen. Museo Catedral. Ah, das ist eine Kirche. Boah, ey, es wird einfach hier immer besser. Es wird immer besser. Wir sind jetzt auf diesem Hof des Palastes. Ich glaube, wir können auch reingehen mit unserem Ticket. Also wir sind jetzt quasi auf diesem Innenhof. Das ist, glaube ich, eines der schönsten Orte, die ich jemals live gesehen habe. Das ist nicht normal. Gucken wir uns hier mal die Aussicht an. Sieht nämlich so aus, als könnte man da was Schönes sehen, ne? Als könnte man da wieder fasziniert werden von... Ich werde hier wieder richtig fasziniert. Diese Reise ist einfach nur Faszination. Es ist alles so schön für meine Augen. Alles, was Schönes gibt es in Madrid. Sie sagt, alles, was Schönes gibt es in Madrid.
hier die ganze Zeit. Ich frage mich, welcher King hier einfach mit seinem Auto rein durfte. Jetzt lassen wir hier noch eine Karikatur von uns zeichnen, zusammen in einem Bild, in 5 Minuten für 5 Euro pro Person. Ist das nicht toll? Als Erinnerung vor dem Palast. Und wir kommen dann zusammen auf ein Bild. Lächelnde fremde Mann hier an ganze Zeit. Genau, sie lächelt hier einen fremden Mann an, die Kollegen hier, damit der andere Kollege zeichnen kann. Der ist einfach so funny. Ich wollte schon immer eine Karikatur machen lassen. Und als ob er ahnt, dass das meine Spruchseite ist, sagte ich so nachher. Jetzt ist Rabia mal dran. Also Rabia hat die ganze Zeit gesagt, die erkennt mich gar nicht auf dem Foto, finde ich auch. Also ich erkenne mich auf dem Bild gar nicht jetzt. Keine Ahnung, wie der Mann uns sieht. Also du siehst auch nicht gleich aus. Ja, sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich finde den cool. Wenn es dir nicht gefällt, ist die Sicherung drüber in meinem Hinterkopf. Hä? Ich habe wieder ein Ohrring gefunden. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ich glaube, bei dem Palast. Also wir sind da gratis reingekommen. Bis 17 Uhr durfte man noch gratis rein. Ab, glaube ich, 15.30 Uhr oder so. Weiß ich gerade nicht mehr. Waren wir drin, haben wir ja auch alles aufgenommen, diesen Hof und so. Man hätte auch in diesen Palast reingehen können. Wir haben aber irgendwie, draußen hat uns das so fasziniert, wir haben überall Bilder gemacht, alles aufgenommen und irgendwie war dann die Zeit um und um 18 Uhr hat es dann geschlossen. Wir hätten noch bis 17.30 Uhr reingekonnt, auch gratis, sind wir aber nicht. Ist ein bisschen traurig, dass wir das eigentlich irgendwie verpasst haben. Ja, weil wie schön es drin war. Ja, trotzdem, draußen war es so faszinierend. Wir waren jetzt, aber brauchen wir uns jetzt auch nicht mehr weiter darüber ärgern, weil draußen war es schon so schön. Jetzt waren wir gerade noch mal im Hotel, haben uns umgezogen, haben schon mal ein bisschen gepackt und gehen jetzt noch mal, also sind jetzt noch mal rausgegangen. Es ist 19.30 Uhr. Die Läden haben ja bis 22 Uhr auf, ist jetzt 19.30 Uhr und dann geht später zum Flughafen. Und falls ihr euch wundert, warum ich bei jeder Aufnahme irgendwas anderes anhabe, falls es euch aufgefallen ist, ich habe vorhin ein paar Klamotten gekauft. Und wir haben uns noch einen kleinen Trolley gekauft, dass wir, also für die Reise jetzt hier, weil wir sind nur mit Rucksack gekommen, haben uns einen Trolley gekauft und ja, hatten dann die Klamotten, die ich gekauft habe, in dem Trolley. Und dann dachte ich mir so ganz ehrlich, wenn ich schon die ganzen Klamotten hier mit habe, ziehe ich mich einfach mal zwischendurch um. Und ja, deswegen habe ich irgendwie bei jeder Aufnahme gefühlt was anderes an. Aber so konnte ich halt mit verschiedenen Outfits Fotos machen. So sieht's aus. Jetzt wird geshoppt. Sind wir wieder an diesem Hauptplatz, Puerta del Sol, im Dunkeln. Wir suchen jetzt einen Laden, wo wir Churros kaufen können. Haben wir noch nicht gefunden, leider. Wir waren gerade auf dem Weg zu dieser Markt, wo es ganz viele Früchte, Churros, Fleisch, Käse und sowas gab von gestern. Und dann haben wir das hier gefunden. Churros. Jetzt haben wir unseren Kaffee um 22 Uhr. Unsere Churros und Schokosauce. Auf jetzt aus. Yes. Guten Appetit. Wir hier wieder am Plaza Mayor, wo wir gestern unsere Paella gegessen haben. Im Dunkeln sieht das natürlich auch wieder ganz anders hier aus. Richtig schön. Ja. Aber wir wollen eigentlich wieder zu diesem Markt, wo es so viele Häppchen, leckere Häppchen gab, wo wir vielleicht nochmal was essen können. So, und da sind wir wieder. Dieser Laden hier hat einfach bis 0 Uhr auf. Das ist echt krass, so in der Woche. So, Mama gönnt sich jetzt hier solche Fisch... Häppchen? Riechen tun sie schon mal richtig gut. Ich probiere das nicht. Also ich mag Fisch, aber nicht in so einer Konstellation. Da bin ich nicht so mutig, sowas zu probieren. Schmeckt gut? Okay. Das würde dir auch schmecken. Hier tut ihr nicht im Laufen. Ja. Verschiedene Fischhäppchen. Also ich habe das jetzt probiert. Das werde ich aber 100% nicht probieren, was du hier noch hast. Das werde ich nicht probieren. Das andere habe ich mit einem Mini-Häppchen probiert. Ja, schmeckt nicht schlecht, das stimmt. Das schmeckt richtig gut. Ja. Aber die Churros waren schlecht. Ja, stimmt. Die Churros, Leute. Schlecht nicht, aber... Doch. Ich habe das erste Mal Churros letztens in England gegessen. Und das war das Leckerste. Der Teig hatte so einen Vanillegeschmack und... So ein Zimtzucker drauf. Es war so lecker und die Churros gerade, obwohl das extra so ein Churros-Laden war, haben nicht geschmeckt. Das war einfach zu fettig. Der Teig hat salzig geschmeckt. Ich weiß nicht, ob das eigentlich so sein muss und ob das in England anders war. Aber das in England war übertrieben lecker und hier leider nicht, obwohl es eine Churreria war. Hey.
Sieht jetzt nicht so lecker aus, finde ich. Aber für Meeresfrüchte, Liebhaber, bestimmt yummy. Ayayay. Und sie probiert wieder was Verrücktes. 6 Euro für diese zwei kleine Häppchen bezahlt. Sie hat gerade 6 Euro dafür bezahlt. Aber okay, Hauptsache schmeckt. Er hat aber drauf geschworen. Ja, ja. Lebensmittelfarbe, lecker. Darunter Algen. Alter, Falter. Algen. A4000. Oh. Das war ein großer, das war echt ein Häppchen, Alter. Schmeckt? Das soll ein bisschen scharf sein. Ich glaube, er hat mich verarscht. Okay, sorry. Ja, aber it's not spicy. Sie redet einfach auf flexmäßig Englisch. Sie sagt, it's not spicy, it's sugar. Süß? Okay, läuft bei deinem Englisch. Schmeckt irgendwie angekommen nach heute. Ich habe mehr Brot gewollt. Okay. Aber ist gut. Du bist hier schönst in Madrid. Thanks, nach dir. Das ist ja klar. Alles klar. Wir wollten das Video hiermit beenden. Ja, unsere 2 Tage in Madrid sind zu Ende. Es waren irgendwie nicht mal zu. Ich kam mir vor wie ein halber Tag. Ja. Es kam mir wirklich vor. Für mich war es ein Traumreise. Für mich war es auch ein Traum, Traum. Madrid Traum. Ist ein Traum. Und dann mit meinem Rabisch ist Traum das Beste. Das war wirklich krass. Also es war wirklich, wirklich krass. Es hat sich einfach so perfekt ergeben. Natürlich traurig, dass er dann nicht mit konnte. Ja. Kismet, dass wir jetzt zusammengekommen sind. Es war richtig, richtig, richtig cool. Die Stadt ist wunderschön. Wir haben gut geshoppt. Ne, ein paar Sachen. Ach so, und Eren hat eine neue Tick. Muss ich auch noch mal erinnern. Eren? Rabia sagt immer, so. Und Eren macht immer, si. Wir hoffen, ihr habt einen coolen Einblick bekommen. Ihr hattet Spaß bei dem Video und... Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und zu guter Letzt zeigen wir euch jetzt noch unsere Karikatur. Ich erkenne uns gar nicht wieder. Ich auch nicht, aber ratet mal, wer ist. Okay, ich sag's. Obwohl ich jetzt hier im Kamerageld sehe. Doch, jetzt sieht das schon ein bisschen aus wie Eierkopf und Quadratkopf. Wir sagen immer, beziehungsweise ich sage immer, dass ich ein Quadratkopf bin und Anne ist ein Eierkopf. Ja, und das heißt, die ist identisch. Da ist ein Eierkopf und das Quadratkopf. Geht schon ein bisschen, sieht und man schon. Und wir haben eine sieht man, dass wir hier ein Skater haben. Wir haben ein Skateboard. Es ist auf jeden Fall eine coole, coole Erinnerung. Und ja, so sieht's aus. Adios Chicas aus Madrid. Und Chicas und Chicos. Also sowas Schönes habe ich auch noch nie gesehen. Das ist doch nicht mehr normal. Schon sind wir gelandet. Regnet, volle. Sag mir, dass du in Deutschland bist, ohne mir zu sagen, dass du in Deutschland bist. Oh shit.